Ihr könnt euch mit Hilfe der Körpersprache in einen Status bringen, mit dem ihr gut diesen Termin überstehen könnt. Also ihr könnt immer so sein, wie ihr sein wollt. In jedem Moment. Ich mag dich. Ich mag dich. Sie so, was nicht? Drei Worte, eine andere Bedeutung. Bei emotionalen Botschaften vertrauen wir mehr dem Körper und der Stimme als dem Inhalt des gesprochenen Wortes. Warum ist das so? Vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren, also ich war nicht selber dabei, hat der Affe begonnen, sich aus der Savanne zu erheben und wurde zum Menschen. Die meisten zumindest. Vor wie vielen Jahren, glaubt ihr ungefähr, ist die Sprache entstanden, wie wir sie kennen? Also Subjekt, Prädikat, Objekt. Mal Pubertierende ausgenommen, die können nicht mehr sprechen. Aber normalerweise Subjekt, Prädikat, Objekt. Was glaubt ihr so? Vor wie vielen Jahren? 1000 Jahren. 100.000, genau, 100 vor 60 bis 100.000 Jahren und von 2,5 Millionen bis vor 100.000 Jahren, da haben wir uns nur mit Huga-Huga, Körpersprache und der Stimme verständigt und wir wussten, wer ist Feind und wer ist Freund, wer gibt uns was oder wer nimmt uns was. Und wir wussten vor allem auch, welchem Stamm gehören wir an und das ist ganz besonders wichtig. Wie wichtig das ist, habe ich selbst erlebt vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren war das schon, aber es hat mich so tief berührt, möchte ich euch kurz erzählen. Ich war in einer Event-Arena, in der Längstes Arena in Köln, kennt die zufällig irgendjemand? Oh, ganz viele Hände gehen hoch. Ja, also das ist eine große Event-Arena und da war ich in der Loge eingeladen vom Geschäftsführer, bin ich reingekommen, ich war so angezogen wie hier, also ganz normal, Jeans und hohe Schuhe, so ganz normal. Geh rein, hallo, hallo, waren so ungefähr 16 Leute da. Nichts. Und dann habe ich mich an diesen Tisch dargestellt, ein Glas Weißwein getrunken. Okay. Dann irgendwann musste ich auf Toilette, gehe auf Toilette und drehe mich nochmal um und denke, das kann doch nicht sein. Dann sehe ich, wie der Silberrücken dieser Gruppe mit seinem Handy ein Foto von mir macht. In dem Moment dachte ich, oh, ja, cool, ich bin Fame. Nein. Ich kam dann wieder zurück an den Stehtisch, der Geschäftsführer kam rein. Hallo, Frau de Barg, schön, dass Sie da sind, dass Sie meine Einladung Folge geleistet haben. Nein, 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 nein. Dann kam der Silberrücken an den Tisch, beugt sich rüber. Stehtisch. Ich stand hier, Silberrücken da, Geschäftsführer da. Silberrücken beugt sich rüber zum Geschäftsführer, sagt, was machen die hier? Ich stand hier, ich konnte ihn hören. Der Geschäftsführer sagt, das ist schon okay, die habe ich eingeladen. Beugt sich der Silberrücken noch ein Stückchen rüber und sagt, Sie müssen schon verstehen, wir haben unsere Wertgegenstände und Jacken hier. Ich bin 5 Minuten später gegangen mit allen Wertgegenständen und Jacken. Ich bin nach Hause gefahren, habe geheult, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Meine Tochter macht mir die Tür auf, die war 12 Jahre alt, habe ich ihr das erzählt und sie sagt, Mama, wunderst du dich? Du gehörtest nicht deren Stamm an. Das war nicht deine Gruppe. Die hatten Angst vor dir. Du hattest weder Nutzen für die, noch sonst, und du wirktest wie ein verletztes Tier. Du warst nicht ein Bestandteil dieser Gruppe. So, jetzt musste meine 12-jährige Tochter mir das erstmal erzählen, was es bedeutet, die Gruppenzugehörigkeit in der Körpersprache, in der Stimme. Wie ihr selber schon Körpersprache lesen könnt, das zeige ich euch jetzt. Werft mir mal bitte ein paar Adjektive, die Gefühle beschreiben, an die, hier vorne rein. Adjektive sind wie Wörter. Einfach mal wütend. Wütend. Ängstlich. Liebevoll, sagen wir verliebt, ja? Verliebt ist zwar kein Gefühl, sondern eine Krankheit, aber okay. Traurig. Traurig, sehr gut. Schüchtern. Schüchtern, ich muss das gleich spielen.
Was haben wir noch? Wütend, ängstlich, verliebt, traurig? Glücklich. Nehmen wir noch was, ja genau, glücklich, freudig oder so. Super. So. Und jetzt spiele ich das für euch. Normalerweise in den Seminaren kommen die Leute auf die Bühne und dürfen das dann machen, aber heute spiele ich für euch. Und zwar werdet ihr mein Gesicht nicht sehen. Und ihr werdet trotzdem erkennen, was davon ich mir ausgesucht habe. Okay? Achtet bitte auf die Körperbewegung. Achtet auf meine Hände, achtet auf meine Füße, achtet auf meine Beine, Schultern. Ja, alles das ein bisschen beobachten und dann schreit ihr einfach nach vorne, wenn ihr erkannt habt, worum es sich handelt. Ich nehme, Achtung. Achtung. Oh, cool. Ja, wütend. Sehr gut. Und so viele gleich. Ich nehme noch was. Ja. Ach so, woran habt ihr das denn erkannt? Die Fäuste, aber noch was. Es waren nicht die Fäuste. Ja, die Körperspannung, genau. Die Körperspannung war eine ganz andere. Die Schultern waren angespannt und alles. Die Beine waren fest auf dem Boden und zwar nebeneinander. So wird kaum jemand wütend sein, ja? Das nächste? Okay. Ängstlich. Ja, woran gemerkt? Schritt zurückgegangen. Richtig. Selbstberührung, ne? Alles das. Und was haben die Füße gemacht? Kein fester Stand. Kein fester Stand und wenig Raum eingenommen, das heißt Fußspitzen zueinander. Ja? Ängstlich. So, jetzt mache ich noch was. Eins noch. Viel bleibt da nicht mehr übrig, wa? Traurig. An dieser Emotion zeige ich euch mal was ganz Spannendes. Ich werde nur ein Signal jetzt verändern von traurig. Und es wird eine andere Emotion sein. Nur ein Signal. Pass mal auf. Traurig. Und? Verliebt. Verliebt. Das kam aber schnell hier vorne. Puh. Verliebt, genau. Nur ein Signal verändert. Was habe ich gemacht? Ich habe den Kopf gehoben. Genau. Nur ein Signal. Wahnsinn. Oh, wisst ihr übrigens verliebte Männer? Wisst ihr, wie verliebte Männer? Wenn ich frage, kann mir ja mal jemand einen verliebten Mann machen? Kann man nicht, aber ich hab's. Aber ich habe es mal beobachtet. Und zwar bin ich mit meiner Schülerin, Schauspielschülerin, bin ich entlang gegangen, so den Straßen entlang gegangen zur Bahn. Und die sieht toll aus, also sie ist so 20 Jahre alt, lange gewellte Haare, tolle Figur, hübsches Mädel, alles da, wo es hingehört. Sind wir zusammen gegangen zur Bahn und dann sieht sie einen Polizisten da stehen, der so 30 Jahre alt, ein stattlicher Kerl, der stand da und sie, ich möchte mal wissen, was der da macht. Ja, dann geh doch hin und frag. Okay. Dann geht sie hin. Herr Polizist, was machen Sie da? Verliebter Mann. Ich bewache hier die Botschaft. Ihr könnt aber nicht nur im Körper erkennen, in welchem emotionalen Zustand sich der andere befindet. Ihr seht es auch sofort in der Mimik. Und zwar spürt ihr das, Mikromimik hin oder her, ihr spürt das sowieso, in welchem emotionalen Zustand sich derjenige befindet. Ich mache es euch vor. Ich suche mal wieder was raus hier und ich mache es nur in Nuancen. Ja, nur in Nuancen. Und dann werde ich immer größer und immer größer. Und sobald ihr was seht, ruft ihr das raus, okay? Also, Gesicht jetzt. Ich schaue dich mal an, ja, das ist okay. Ich muss immer jemanden anschauen dabei. Ha 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 ha!
Was war's? Verliebt? Seid ihr verheiratet? Ich nehme nur was. Genau, wütend, klar. Ich nehme nur was. Ja. Verliebt. Sehr schön. Ja, freudig, klar. Aber das kommt ganz schnell. Hier vorne vor allem ganz schnell in Nuancen. Ich habe fast gar nichts gemacht. Oh, das ist mir passiert. Die nächste Emotion. Achtung. Traurig, genau. Und da ist mir was passiert bei einem Vortrag mal. Mache ich auch, stelle ich mich hin, mache mich bereit. Und da ruft einer aus der zweiten Reihe, traurig. Was? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Und alle anderen, die Hunderte im Saal, was? Der hat noch gar nichts gemacht. Und er, und ich so, was ist, warum weißt du das denn? Ich bin Bestatter. So, wir wollen aber nicht nur Körpersprache lesen machen. Habt ihr gesehen, ihr könnt das ja eh schon ganz gut. Körpersprache kann man auch nutzen, für sich selber kann man das benutzen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich hinzustellen, was man sich da merken kann, wie man das macht. Meine Lieblingsmethode ist es, den Faden hinten aus dem Scheitelpunkt nach oben zu ziehen. So ein unsichtbarer Faden, der zieht dann hinten hoch. Das heißt, der Bauch geht rein, der Po geht rein, das Kinn kommt in die richtige Position. Wenn ich Mann sage, stell dich mal richtig hin, was macht er dann? Also hier hinten raus. Dann kommt das Kind in die richtige Position. Alles super. Jetzt hat ein Coachie mal zu mir gesagt, das ist ja toll. Und wie denke ich da dran? Okay, lass mich nachdenken. Männer denken 20 Mal am Tag im Schnitt an Sex. Also, weißt du was? Immer wenn du an Sex denkst, dann stellst du dich gerade hin. Okay, geht da weg. Dann haben wir uns Wochen später auf einer Veranstaltung, habe ich ihn wieder gesehen. Habe ich ihn da hinten gesehen. Wie stand der da? So. Denke ich, na super, Yvonne, toller Coach, hast du gut gemacht. Stehe ich da und dann kommt er auf mich zu und als er mich sieht, gut, wenn ich jetzt gleich rausgehe und mit euch noch ein bisschen quatsche, ne? Ihr könnt die Körpersprache auch nutzen, wenn ihr schlecht drauf seid. Das kennt ihr bestimmt, den Bleistiftstrick, kennt ihr den? Ja, sehr gut. Zeige ich mal eben. Und zwar Bleistift im Mund nehmen, zwischen die Zähne so, dass die Lippen den Bleistift nicht berühren, eine Minute halten, dann lacht ihr und dann rückkoppelt es ans Gehirn, dann werdet ihr fröhlich, schüttet Endorphine aus und dann geht's euch gut. Super Trick, merkt's euch. Wenn ich meinem Sohn sage, räum mal dein Zimmer auf, dann sagt der Mama, nimm mal einen Bleistift im Mund. Und was ihr noch machen könnt, Körpersprache zu nutzen, beziehungsweise um euch runterzufahren. Wenn ihr aufgeregt seid von einem wichtigen Termin und euch runterfahren müsst, dann könnt ihr ein Glas warmes Wasser trinken. Das hilft total gut. Habe ich gemacht bei Markus Lanz. Ich sollte mein neues Buch vorstellen. Da trifft man sich vorher in dieser Gäste-Lounge. Und ich war so aufgeregt. Ich hatte eiskalte Hände. Und das Blöde ist, wenn du den anderen Gästen dann die Hand gibst, die merken dann, wie aufgeregt du bist. Und das ist total doof. Und dann bin ich an die Theke gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Glas warmes Wasser. Kein Tee, kein Whisky. Nein, nicht wie die anderen. Ich hätte gerne ein Glas warmes Wasser. Habe ich ein Glas warmes Wasser und mir ging es wirklich schon besser. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, noch ein Glas warmes Wasser. Habe noch ein Glas warmes Wasser und habe es getrunken, in den Händen gehalten. Das war total schön und ich habe mich richtig schön beruhigt. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, bin ich nochmal hin, habe nochmal ein Glas warmes Wasser getrunken. Und plötzlich kommt der Aufnahmeleiter, los, schnell an, verkabeln und runter und auf die, im Gänsemarsch runter und auf diese Stühle da setzen. Da saßen wir da alle und ich war total ruhig. Ich hatte nur ein anderes Problem. So, letzter Tipp für euch. Wenn ihr in einen Termin reingeht, ja, und ihr seid aufgeregt oder ihr möchtet irgendwie besonders kompetent sein, besonders strahlen, dann macht euch groß, Rückkopplungseffekt. Ja? 2 Minuten groß machen, ja, und dann rückkoppelt es aufs Gehirn. Das, was die meisten falsch machen, ist, sich vorher klein zu machen, nochmal E-Mail zu checken und zu sitzen. Mir passiert, ich bin in ein Modelcasting gekommen. Modelcasting ist total doof, weil, wenn man da reinkommt, da sitzen 20 andere Yvonnes.
Ja, die sehen so aus wie du, die haben die gleiche Größe wie du. So, dann sehe ich die ganzen Yvonnes da sitzen, denke ich, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, jetzt muss ich besonders sein. Dann gehe ich durch, gehe auf die Toilette, mach mich groß. Ja, ich bin's. Ja. Geht die Toilettentür auf, ein Model kommt raus. Mach ich auch immer. Also ihr könnt Körpersprache für euch benutzen. Es ist möglich. Ich nenne das situationsadaptive Authentizität. Sprecht mir nach. Das heißt, ihr seid ja sowieso so, wie ihr seid. Aber ihr müsst natürlich der Situation angemessen reagieren oder so sein. Ihr müsst ja funktionieren. Ihr müsst in einem wichtigen Termin. Es interessiert niemanden, ob ihr auf dem Weg zu einem wichtigen Termin geblitzt wurdet. Nein, die haben alle ihr eigenes Schedule, die haben alle ihre eigenen Probleme. Das heißt, ihr müsst funktionieren und ihr könnt euch mit Hilfe der Körpersprache in einen Status bringen, mit dem ihr gut diesen Termin überstehen könnt. Also ihr könnt immer so sein, wie ihr sein wollt. In jedem Moment. Danke. Du siehst, wie wichtig Körpersprache ist. Willst du Körpersprache noch gezielter einsetzen, um kompetent zu wirken, andere Menschen besser zu überzeugen oder besser lesen zu können? Im Businessumfeld? Dann schau dir das mal an, unsere Business Factory. Da lernst du, wie es richtig geht.